Idee kam auf mich zu über den Dr. Bleul und über den Herrn Ressler. Und in Wirklichkeit war es der Herr Ressler, der im Dorotheum unglücklich war. Ein staatliches Unternehmen und er konnte sich nicht entfalten. Und er hat mit dem Dr. Bleul Kontakt aufgenommen. Und dann kam der Dr. Bleul auf die Idee, wir machen jetzt eine Konkurrenz im Dorotheum anders, nämlich privat und nicht staatlich. Wir wollten einfach eine breitere Öffentlichkeit erreichen und so haben wir das probiert. Und es war ja ein durchschlagender Erfolg. In Wirklichkeit war es ja so, dass das ganze Unternehmen als Verlustbeteiligungsmodell angedacht war. Wir hatten aber nach der ersten Auktion Gewinn. Vor 30 Jahren, beim Beginn, haben wir 5 zeitgenössische Bilder gehabt. Da hat es ja überhaupt keinen richtigen Zeitgenossenmarkt gegeben, weil die Galerien das abgedeckt haben. Es hat nicht den Wiederverkauf gegeben. Es hat Sammler gegeben, spezielle Sammler, die nur bei den Künstlern oder bei den Galerien gekauft haben. Aber es hat nicht den Wiederverkauf gegeben. Dann ist die Zeit ins Land gezogen und es gab dann schon die ersten verstorbenen Sammler und somit sind dann die Dinge im Zweitbesitz auf den Markt gekommen. Und da ist das Auktionswesen natürlich ideal. International läuft es nicht über Katalog, sondern läuft es über das Online-Angebot. Man kann ja alles online anschauen, man kann den Rundgang machen im Netz, man kann mitbieten über verschiedene Plattformen, aber für den Auktionator und für die Stimmung im Saal ist die Anwesenheit von Käufern und von Interessenten schon wichtig. Neben dem Auktionswesen online dann auch noch zu verkaufen, geht schon, aber das ist dann das sogenannte Private Sale im hochpreisigen oder höchstpreisigen Segment. Wenn jemand etwas hat, das er nicht in die Auktion geben will, dann wird uns das angeboten, dann probieren wir die Kunden, die dafür in Frage kommen, zu verständigen und sagen dann, ja, wir haben das bekommen, der Besitzer möchte nicht in die Auktion, wir bieten es ihnen so an. Das ist der Private Sale, der schon immer stärker auch wird, aber der wirklich große Umsatz und vor allem die Nachfrage ist schon das Auktionswesen.